hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Was ihr über die Juni-Sonnenwende wissen müsst. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 16. Juni 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind uns der Veränderungen bewusst, die auf der Erde stattfinden müssen, und wir sind uns auch der Energien bewusst, die wir euch zur Verfügung stellen können, um euch bei diesen Veränderungen zu helfen. Wir möchten, dass ihr wisst, dass es viele gibt, die in dieser Zeit für euch arbeiten, und natürlich habt ihr immer eure Sonne und euren eigenen Planeten, die euch Energien schicken, die euch helfen. Die Sonnenwende ist eine der Zeiten, in denen die Sonne euch ein bisschen mehr gibt, und es ist auch eine Zeit, in der wir alle euch ein bisschen mehr geben, weil ihr in der Zeit des Wechsels der Jahreszeiten offener und empfänglicher seid. Ihr habt im Juni eine Menge Klärung in euren unteren drei Chakren erlebt, vor allem um die Zeit des Vollmonds herum. Vielleicht habt ihr das bemerkt. Und jetzt, da die Sonnenwende näher rückt, kommen die Energien stärker und intensiver, um euch dabei zu helfen, euch für all die Gaben und Fähigkeiten zu öffnen, die ihr bereits in anderen Leben erlangt habt. Einige Menschen auf eurem Planeten sind jetzt noch nicht bereit dafür und deshalb werden sie einen energetischen Download erhalten, der sie bei der Vorbereitung auf die Aktivierung dieser Gaben unterstützt. Diejenigen unter euch, die bereit sind und darauf gewartet haben, dass bestimmte Geschenke aktiviert werden, sind jetzt an der Reihe. Dies ist eine Zeit des größeren Bewusstseins. Das ist es, was wir eine Zeit des Erwachens nennen würden. Und eines der Dinge, die euch bewusst gemacht werden müssen, ist, wie viel in euch steckt, wie viel ihr bereits in anderen Leben erreicht habt und wie viel ihr noch anzapfen müsst. Es ist alles im Kommen, es ist auf dem Weg und es ist speziell an euch gerichtet. Das bedeutet, dass es Zeit für euch ist, euch zu entspannen, loszulassen und euch zu öffnen, um zu empfangen. Ihr könnt erwarten, dass eure Gaben und Fähigkeiten zum Vorschein kommen, und ihr könnt euch darauf vorbereiten, indem ihr in eurem Körper geerdet seid, viel Flüssigkeit zu euch nehmt und alles loslasst, was euch nicht dient. Wir sprechen von Gewohnheiten, aber auch von Gedanken, Überzeugungen und Energien, die ihr in euren Chakren haltet und von denen ihr wisst, dass ihr sie klären könnt, indem ihr ihnen Aufmerksamkeit schenkt und in sie hineinatmet. Das sind die Dinge, die ihr tun könnt, um den Erwerb und die Aktivierung der spirituellen Gaben und Fähigkeiten zu erleichtern, die ihr euch alle wünscht. Und diese Sonnenwende-Energien kommen, um dabei zu helfen. Sie kommen, um allen zu helfen, denn jeder braucht ein größeres Bewusstsein, um wirklich zu dem zu erwachen, was er als Wesen der Quellenenergie ist. Wenn ihr merkt, dass ihr einen besseren Zugang zu einer oder mehreren eurer Gaben habt, ist das noch nicht alles. Ihr müsst die Gaben nutzen und darauf vertrauen, was ihr bekommt, denn wenn ihr Vertrauen habt, werdet ihr eher teilen. Und wenn ihr teilt, werdet ihr eher positives Feedback bekommen. Und wenn ihr positives Feedback erhaltet, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr Vertrauen habt. Und wenn ihr Vertrauen habt, seid ihr eher bereit, eure Gaben wieder und wieder einzusetzen. Und das ist ein weiterer Weg, wie ihr alle, die ihr diese Übertragungen empfangt, der Menschheit helfen könnt, zu wachsen, sich zu entwickeln, sich auszudehnen und schließlich in die fünfte Dimension des Bewusstseins aufzusteigen.
Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.